So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Medieval 2. Wir haben ja die Engländer schon von der britischen Insel vertrieben und wollen sie jetzt noch von der französischen Nordküste vertreiben und somit dann auch hoffentlich vernichten. Wir haben hier einen Priester, der das hier ein bisschen katholisch machen kann. Was ist mit dem hier? So, dann haben wir hier hinten irgendwo noch einen Diplomaten, den haben wir hier. So, der läuft Richtung Heiliges Römisches Reich. Stimmt, habe ich überlegt, ob ich die vielleicht angreifen will. Da muss ich mal gucken. Gut. Ah, hier habe ich jetzt einen Kommandanten. Kommando 4, Kommando 1. Ja, nee, dann würde der... Den würde ich dann nur schicken. Ein paar Panzerritter. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. So, und die können jetzt hier direkt angreifen. Und wir mal gucken, ob wir jetzt die Engländer hier direkt vernichten. König Robert. Und eine Spermlitz. Also der Anführer ist schon mal hier. Elefanten. Ja, König Robert hat zum Glück keine Elefanten. Aber vielleicht hat er etwas Gefährlicheres, das er jetzt in den Kampf wirft, jetzt wo er in die Ecke gedrängt ist. Eine Ratte, die in die Ecke gedrängt ist, sollte man nicht unterschätzen. So, zack, hin da. Mach kaputt das Ding. Fährt es überhaupt? Ja. So. Na, das Ding wird es aber überleben. Ja, sehr gut. Und los. Bum, 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 bum. Zack, 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 zack. Sehr gut. Jetzt ist es Zeit für tapfere Herzen und tapfere Taten. Und gleich rein da. So, die Zeit lasse ich mal so vorgespult. So, gleich rein da. Voll drin. Da ist jetzt keine Taktik drin, nix. Das ist einfach nur überrenne den Feind Taktik. Wow, rennen wir mal gleich hier durch. Hör, hier rein. Hier rein. So, die draußen halten. Der feindliche König ist tot. Yeah. Schlagen von unseren Kriegern. Unsere Männer gesiegt. Die Feige der alle zivilisierten Völker werden beeindruckt. Klarer Sieg. Ja, das ging ja schnell. Wenn man eben so reinmarschiert da. Und ein Sieg für unser Volk. Erobern. Haben die immer noch eine? Ne, seid vernichtet. England ist vernichtet. England ist vernichtet. Dun, dun, dun. Ledadadadadam. Gut, damit haben wir ja schon mal das erste Etappenziel erreicht. Wie kann ich dienen? Beziehungsweise schon das zweite. Das erste war, die britische Insel zu erobern. Das zweite, England zu vernichten. Jetzt müssen wir nur noch das dritte Etappenziel schaffen. Unser Reich ausdehnen. Und auf die Größe bringen, die uns vorgeschrieben wird. Und dazu werde ich jetzt ein paar Truppen aus dem Heimatland holen. Inklusive ihn hier. Der soll nicht angreifen. Wir geben nicht auf! Neu gruppieren! Ist mir eine Ehre, mein König. Übernachte hier, mein König. Hier so einen Ritter können wir hier noch mitnehmen. Und dann werden wir mal hier oben gucken, in Skandinavien. Weil mit einem dieser Großmächte unten will ich mich nicht anlegen. Das Einzige, was uns passieren kann, ist, dass wir uns mit den Dänen anlegen müssen. Aber
Wenn wir mal ehrlich sind, das können wir doch noch gerade so verkraften. Wenn wir die schon im Fußball platt machen, dann machen wir sie auch hier in diesem Spiel platt. Gut. Unten bricht. Größte Seite sind wir. Oh ja, das finde ich sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Venedig. Ja, schade. Aber man mag euch nicht mehr. Passiert halt, ist halt so. So. Dumm-di-dumm-di, so. Ja, mein König. Ja. Dort können wir nicht. Es wird mir eine Ehre sein, euch zu besiegen, edler Feind. Gut, was kann ich denn von hier holen? Erstmal fortbilden. Dann hole ich da was. Fortbilden, fortbilden. Wir bilden uns alle. Ich brauche ja noch gar nicht nach Skandinavien. Ich kann ja erstmal da die Rebellensiedlungen einnehmen. Es ist mir eine Ehre, Herr. Sofort. Setze die Reise morgen fort, mein König. Dazu brauche ich allerdings. Die bekomme ich von hier, und zwar Panzerritter, die will ich haben. Panzerritter. Und von hier kann ich nicht wirklich was Gutes holen. Dann wollen wir da einfach nur mal fortbilden. Können wir hier auch nochmal eine Fruchtfolge bauen. Hier können wir ritterliche Stelle bauen und den fortbilden. Gut, Brügge und Antwerpen. Die sind wohl auch noch nicht besetzt. Also Brügge schon mal auf jeden Fall nicht. Ort vorgeführt. Ja komm, wir heiraten. Wissenschaftlicher Durchbruch. In der kleinen asiatischen Region Magnesia wurde ein Erz gefunden, welches Eisen anzieht. Auch kann daraus ein Stück Metall hergestellt werden, welches sich immer nach Norden orientiert, genauso verlässlich wie ein gläubiger Muslim, der sein Haupt gen Mekka neigt. Dieses eigenartige Phänomen wurde in einem kleinen Gerät namens Kompass festgehalten, der sich bei Kartenzeichnern und Navigatoren immer größere Beliebtheit erfreut, da sie behaupten, dass die Kunst der Forschung und Kartenerstellung nun kaum mehr auf vagen Schätzungen basieren würde. Ach so, sehr schön. Vergrößert sich. Bau abgeschlossen, Rekrutierung, Beziehung verbessert. Hochzeit. Wir feiern Hochzeit. So. Adelsheiländer. Können wir da auch nochmal rekrutieren? Okay. Die werden noch fortgebildet. Will ich die überhaupt mitnehmen? Ja, für Rebellen ist das gut. Da kann ich ruhig sowas mitnehmen. So, da haben wir auch noch so ein paar Panzerritter. Mit meinem Diplomaten könnte ich eigentlich nochmal hier beim Heiligen Römischen Reich nachfragen, ob die jetzt vielleicht Interesse haben. So, 87%. 91%. Also müssen die erstmal noch in den Regionen da stehen bleiben. Da haben wir Paris, was uns aber auch momentan nicht zu interessieren hat. Wie ihr wollt, mein König. So, Kleinstadt wächst. London müssen wir vergrößern. Baubericht, Rekrutierungsbericht, diplomatische Informationen. Folgende Seiten am Waffenstillstand. Keiner befördert. Polen, Polen, Polen. Alles Polen. Warum das denn? Naja, gut. So, fehlen noch die. Hier werden Panzerritter ausgebildet. Das ist sehr schön. Dann hole ich die mal hier hin. Dann können da schon mal die dahin.
sprechen, guter Mann. Ja, gibt es Gegner Frankreich. Ja, gut. Ich sehe keinen Grund, der dagegen spricht. Sehr gut, danke, endlich. Für eure kostbare Zeit. Endlich haben die mal hier was akzeptiert. So. Kann man jetzt ein paar Gebiete von denen sehen? Wenn es sein muss, verstecke ich mich, mein König. Ja, mein Herr? Also klein sind sie nicht. Genau aus diesem Grund werde ich mich auch jetzt nicht mit denen anlegen. Die sind so zentral, die werden aus allen Richtungen wahrscheinlich angegriffen werden. Ich werde jetzt mal hier oben Richtung Dänemark marschieren. Mal gucken, wie die so drauf sind. Aber ich werde garantiert nicht jetzt hier den Fehler machen und mich mit irgendwelchen Großmächten anlegen. Das tue ich nicht. Das wäre nicht gut und das wäre dumm. Sowieso schon so eine kleine Armee hier. So. Hier wollen wir ein paar Speerträger mitnehmen. Und nehmen wir mal noch Sperrmiliz mit. Puh, ah, die Bogenschützen bleiben erstmal da. Für Antwerpen müsste das eigentlich reichen. Oh nein, nein, nein. Was waren denn die Spanier hier? Weder euer Freund noch Feind, Majestät. Seid gegrüßt, edler Herr. Die können gleich abhauen. Mein König. Wenn mich angreifen wollen, die kriegen gleich einen rein. Abrücken, wie ihr wollt, mein König. Führe die Armeen zusammen, mein König. So. Die brauchen ja keine Dummheit machen jetzt. Ah, die wollen Brügge haben. Die Blödmänner. Ja, Brügge haben sie aber nicht gekriegt. Zwischen diesen Bäumen zu verstecken, bringt keine Ehre. Mein König! Mein König! Vorwärts! So. Ja, aber mein König, ich kann dort nicht hin. Oh, jetzt steht der Schiss Spanier hier. Oh, jetzt sind nur ganz wenig Truppen in Antwerpen. Attackieren den Feind, edler Herr. Das ist wieder nur so eine blöde Holzmauer. Ah, oh, sind doch ein paar mehr flämische Pikiniere. Es ist mir eine Ehre, Herr. Na gut. Wenn ich die beiden Gebiete dann hab. Dann habe ich 11. Dann brauche ich noch 4. Oh, Prag ist auch. Ja, aber nee, das ist zu weit weg. Mailand erklärt Venedig den Krieg. Über nicht mit den Aggressoren weiter verbündet bleiben. Ist mir eh egal, wer da unten Krieg führt, was? Was? Das Schwein. Scheiß Verräter, ey. Ist mir eine Ehre, mein König. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Na gut, muss ich Antwerpen mit einer anderen Armee einnehmen. Ja, Kapitän. Die ich mir, glaube ich, aus Nottingham hole. Da hole ich mir jetzt auch noch so ein paar Panzerritter. Und dann, hole ich von hier unten noch mal so ein paar Adels-Highlander. Und auch nochmal Panzerritter. Hier kann ich auch einen Schmied gebrauchen, der uns dann gleich bessere Waffen schmiedet. So. Ja, mein König.
Auf nach Brügge. Wir brauchen jetzt Territorium über Territorien über Territorien. Produktionsstopp. Ereignis einer Seite. Na, komme ich wieder ins Minus oder was ist hier los? Kardinalsbericht. Ja, mein König. Meine Priester können auch mal hier ruhig befördert werden. Da habe ich nichts gegen. Es ist mir eine Ehre, euch zu lieben, Herr. So, gib mir Brügge da jetzt. Gib mir Brügge, please. So, der marschiert immer weiter gen Norden. Und noch eine Liebesgilde. Kreuzzug nach Jerusalem. Die Bibel mag ja, ja, Kreuzzug. Mal gucken, wer sich da alles anschließt. Ja, mein König. Vielleicht schließen wir uns dann auch an, aber ich denke mal nicht. Soldaten, wir ziehen in den Krieg. Gut, so eine blöde. Belagere den Feind. Die Belagerungsarmee steht euch zur Armbrustschützen, ihr Panzer. Arm vorbei. Dann wäre jetzt vielleicht auch gar nicht so. Auf in die Schlacht. Zwei Leitern nehmen wir noch. Belagerungsarmee ist bereit, mein König. Ah, kann ich gar nicht. Ich habe nur zwei Fußsoldaten dabei. Wir ziehen in den Krieg. Können wir jetzt angreifen? Naja, also. So, die wollen wir mal fortbilden. Hamburg. Noch eine Diebesgilde. Na gut, bei ihr seid. Der Kurze wächst. Polen hat sich schon mal angeschlossen. Na gut, ist auch nicht weit weg vom Polen. Krieg Sizilien, Venedig. Bündnisse gebrochen, Venedig und Frankreich. Bündnis Venedig, Türken, Frankreich und Sizilien. Aha. Schön, die Polen, die hier befördert werden. Was ist hier los? Sehr wohl, mein König. So, da oben müsste jetzt gleich eine dänische Stadt sein. Welche Ehre, mein Herr. Oh, ich habe eine Prinzessin. Ich noch mehr Prinzessinnen. Oh, ich habe zwei Prinzessinnen. Eure Majestät, welche Ehre, mein Herr. Werde ich Teil eines Vorschlages sein? Ich fahre morgen fort, mein Herr. Was verlangt ihr von mir? Ich verlange, dass ihr welche Ehre, mein Herr? Mir Gutes bringt, meine Hübschen. Eure Majestät? Ich muss niesen. Oder? Oh, Entschuldigung, so schnell konnte ich gar nicht mehr muten. Ah. Naja gut, dann wollen wir jetzt Brügge direkt angreifen. Gott ist mit uns, Männer. Auf in die Schlacht. Vielleicht kriegen wir Brügge ja noch in diesem Part. Oh, wir sind zahlenmäßig schon mal überlegen. So, dann habe ich auch erstmal meinen Vorrat wieder aufgestockt, deswegen kamen auch so lange jetzt keine Videos mehr. Weil ich erstmal wieder auf Vorrat drehen wollte. Und das habe ich jetzt ja getan, und da kommen jetzt auch wieder Videos. Gut.
steht ja alles voll. Bogenschützen, hast du nicht gesehen? Hauptsache, der Rambock überlebt das. So, Randa. Nein! Das habe ich nämlich erahnt, habe ich das. So. Stell dich mal da. Ganz nah dran. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. So, hier könnt ihr jetzt auch hoch. Die sehen aber lustig aus hier. So, nimmt die da mal von der Mauer weg. Ja, wenn meine Highlander jetzt draufgehen, dann... war's das mit diesem Angriff hier in Brügge. Und so wie es aussieht... sind die gerade ganz schön eingequetscht. Na, das kann ich nicht mehr schaffen. Komme ich ja gar nicht rein in die Stadt. Mist, verdammter. Na, da steht die Kavallerie umsonst hier. Schade, dass man hier nicht absteigen kann. Gott ist mit den Tapferen. Sammelt euch! Wir marschieren weiter. Hebt die Belagerung auf. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Das lief ja nicht so gut. Aber egal, wir sind schon für neue Taten bereit. Oh, mein Diplomat hätte ich dann ein Schrittchen höher schicken können. Was kann ich ja jetzt immer noch? Ja, mein Herr. Aber natürlich, mein Herr. Hallo. Etwas mit uns zu bereden. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir uns verbünden? Euer Angebot ist absolut. Eure Zeit war kostbar. Okay. Die sind doch noch gar nicht da oben. Die haben nur dieses eine Gebiet. Oh mein Sehr Gott. Wohl, mein Der Kreuzzug wächst. Spanien hat sich angeschlossen. Schottland, Dänemark. Okay. Also die können auf jeden Fall schon mal... Natürlich. Wir reisen morgen weiter. Was verlangt ihr von mir? Bin auf Reise. Können schon mal da unten hin. Gut. Da brauche ich so ein paar Truppen. Hier habe ich noch mal ein paar Adelsheiländer. Na gut. Ein Segen für Bauer und Bauern. Keine Ahnung. Geschichten über eine schlaue Erfindung aus dem Fernen Osten haben kürzlich europäische Bauern zu einer simplen Arbeitshilfe inspiriert, die sie als Schubkarre bezeichnen. Man fand heraus, dass durch die Anbringung eines Rades an der Vorderseite einer Holztrage ein einziger Arbeiter in der Lage sei, große Mengen an Stein allein zu befördern, ohne dabei eine größere Verletzung zu riskieren. Diese Erfindung könnte sich nicht nur als ein Segen für Burgherren erweisen, die in Windeseile eine Burg aus dem Boden stampfen wollen, sondern auch für die Sklaven, die dieselbige errichten sollen. Größte Seite. Ägypten. Oha. Oha.
Das kann ich so mal gar nicht hinnehmen. Mein König! Ja! Männer, marschiert! Es ist mir eine Ehre, mein König! Das kann ich so wirklich nicht hinnehmen. So, die hübschen Damen sind versammelt. Der Held der Null. Ein Mathematiker aus Pisa namens Fibonacci veröffentlichte seine neueste Arbeit mit dem Titel Liber Abaci. Er hatte einige hindu-arabische Theorien bezüglich einer Zahl ohne einen Wert aufgegriffen. Nun behauptet er, dies sei ein entscheidender Schritt, um komplexe Berechnungen anstellen zu können. Auch wenn das Werk es schaffte, westliche Gelehrte in Begeisterung zu versetzen, so bietet das Liber Abaci für den einfachen Menschen, der gewöhnlich sein ganzes Leben mit wertlosen Dingen verbringt, nur wenig neue Erkenntnisse. Burg bereit zum Aufrüsten. Nottingham. Ja, kann man aber nichts machen. Na gut. Abstarten. Sehr gut. Okay. Dann wollen wir unsere hübschen Damen hier rüber verfrachten. Eure Majestät, wie kann ich Ihnen helfen? Ich gehe mal hier so ein bisschen gucken und besetzt die Männer so ein bisschen. So. Segel setzen. Gehen an Land. Segel setzen. Ja. Bilden eine Streitmacht. Eure Befehle. So. Ist mir eine Ehre, jetzt noch die dazu und dann kann ich Brügge, glaube ich, erobern. Die kommen dann hier rein. Die spare ich mir dann für die nächsten Angriffe auf. Zum Beispiel in Antwerpen. Ja, wo schicke ich dich jetzt hin? Du kannst ja nicht mal nach Russland marschieren. Portugal, Polen, Ungarn, Rebellen, blablabla. So. Kundenbericht. Ereignis einer Seite. Volljährigkeit, Volljährigkeit. Einheitsrekrutierung. Krieg erklärt. Polen, Ungarn. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, wir machen jetzt auch Krieg. Mein König. Männer, gegen Brügge. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Und nochmal, lass ihn hier nicht abfimmeln. So, hier brauche ich nochmal eine Sperrmiliz. Und dann lass mich nicht nochmal in Antwerpen abwimmeln. Eure Majestät? Ja, was kann ich denn für dich Welche tun? Ehre, mein Herr? Guten Tag. Guten Tag. Eine geeignete Prinzessin. Kommando. Na gut, kommt ihr nicht mehr. So. Schon mal die eine vermählt. Aber warte mal, wenn ich meine mit anderen vermähle, dann verliere ich dann die Kommandanten? Und das checke ich jetzt erst, glaube ich. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich weiß nur, dass hier alles voll ist mit Kommandanten, die ich noch alle rausschicken muss, werde, was auch immer. Ja, Antwerpen habe ich nicht gekriegt. Ich weiß, ich bin so blöd, wenn ich... Welche Ehre, mein Herr. Gut. Dann greifen wir jetzt mal hier noch Brügge an. Mut und
Meine Soldaten, wir ziehen in den mit Leitern kam so schneller hoch. Ja, und dann ist der Party auch schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Sage dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.